Wunderschönen guten Morgen, Deutschland! Es ist soweit. Season 4 steht kurz davor zu starten und wir haben unsere Trailer. Battle Pass Skins als auch natürlich der Story Trailer werden jetzt reinkicken. Wir sind hier im 24-Stunden-Stream. Wir sind seit 22 Stunden durchgehend live. Absolut insaner Support. 8000 Zuschauer warten jetzt ganz gespannt. Ich denke mal, da werden noch locker 1000 bis 2000 reinkommen, sobald der Timer hier ein bisschen runterrattert. Wir schauen uns das Ganze an, alle Battle Pass Skins. Wir haben schon ein Bild gesehen vom Battle Pass und ich kann euch sagen, mir gefällt er persönlich sehr gut. Könnte sogar der beste Battle Pass in Chapter 3 sein. Und schon seit langem tatsächlich in Fortnite. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. So, und hier geht es los. Und natürlich, wenn ihr genauso gehypt seid, auch die Season 4, gerne jetzt Like-Button hier für die Trailer da lassen. Let's go. Lass uns die Show gönnen. Sag mir, dass du Fortschritte machst. Die ganze Insel leidet schon unter diesem Chrom. Kein Wunder, so wie sich diese Probe verhält. Ich habe noch nie eine solch schnelle Zellteilung gesehen. Oh oh. Das könnte jetzt wirklich ein Problem sein. Oh! Das Gesicht! Brie Larson, ne? Oder? Oha, voll nice. Oh, wie das ganze Chrom da entsteht. Wie Iron Man. Da ist der Chrom Tornado. Lups, ab in den Zero Point. Ich muss das irgendwie aufhalten. Lade Realität 6, 5, 9. Okay. Das ist die Blumenfrau. Ah. Die Blumenfrau macht das ganze Chrom und Paradigma ist die einzige, die geflüchtet ist. Das passt mit den Story-Aufgaben kurz vor Season 4 nicht zusammen. Da ist der Wissenschaftler doch geflüchtet und hat Paradigma eine Nachricht hinterlassen. Und jetzt in diesem Story-Trailer sieht man, dass sie eigentlich zusammen waren. Das macht alles keinen Sinn, ey. Sie taucht, ja. Ein paar richtig, richtig nice Stellen, ne? Hier, wie die tatsächlich wie Iron Man rumfliegt. Ne, die Blumenfrau tatsächlich besteht aus Chrom. Und hier sehen wir noch mal so ein bisschen die Karte. Da ist der Chrom-Tornado, ne? Und die ganze Welt, wie sie Chrom wird. Abzugintegrität kritisch. Sehen wir hier irgendwie neue Map-Teile? Nee, ne? Ja. Ich muss das irgendwie aufhalten. Die Realität sagt mir auch erstmal nichts, ne? Aber ist es Brie Larson, oder? Ist es Brie Larson, die das jetzt spielt? Ja, ne? Ich meine, ich finde, das Gesicht sieht überhaupt nicht ähnlich aus wie Captain Marvel. Aber es müsste auf jeden Fall sie sein. Ne, da auf jeden Fall schon mal mega nice. Ali ist ein 8-jähriges Kind. Gut, dass er das zugibt. Schauen wir uns jetzt noch den Battle Pass Trailer an. Dann sehen wir auch die ganzen neuen Skins und Gameplay Features natürlich. So, den schauen wir uns auch nochmal an. Warte mal, das muss ich jetzt direkt am Anfang angucken. Wer war da gerade im Wasser? Ah, das ist die Blumenfrau, okay. Die Musik, Alter! Oha! Splatoon. Einfach Splatoon. Oh!
Yo! Wie nice! Hat mir mega gut gefallen. Ja, Julian Bam, dein Video haben wir schon gesehen. Hat mir mega gut gefallen. Lass uns mal das analysieren. Absolute Chromstadt hier überhalb bei Syndikat, ne? Bei Syndicate ist das. Da ist die Chromstadt entstanden. Da sind die ganzen Gebäude. Da ist ein Chrom-Tornado und Chromwölfe auf dieser Stelle. Tacos, also Greasy Groove, auch tatsächlich von Chrom übernommen. Aber auch die ganze Musik. Ich finde die ganze Aufmachung von diesem Trailer mega nice. Ne? Mit dieser Musik, dieser Bedrohung durch diese Blumenfrau wirkt das alles mega bedrohlich und passt auch irgendwie zu Halloween, muss ich sagen. Ne? Hier haben wir dann auch noch ein paar Chrom-Bäume in der Nähe von Syndicate. Paradigma sozusagen die letzte Heldin von den sieben, die das Ganze jetzt noch aufhalten kann. Und die sitzt hier wie die Würfelkönigin auch schon. Aber wo kommt die her? Warum besteht die auf einmal aus Chrom? Sieht aus wie eine Blumenfrau und taucht einfach mit Chrom auf, ne? Da ist eines der neuen Battle Pass Skins, ne? Die Anime-Frau, ja? Auch diese Stelle ist cool, ne? Wie die einfach aus Gold zugerannt kommt. Und tatsächlich kann man in Chrom versinken wie in Sand. Habe ich euch ja schon die Videos vor Season 4 natürlich berichtet, ne, dass man sich in Chrom versinken kann und so weiter. Ne. Das gilt auch an den Typen, der gesagt hat, du Spekulation, du hast keine Ahnung. Ne, pups dich sonst wohin. Aber keine Motorräder. Schade, wo sind die Motorräder, ne? Einfach Inklinge, ja. Einfach hier rausjumpen. Aber wir sehen auch direkt die erste neue Schrotflinte. Ja. Yep. Da entsteht gerade eine Schrotflinte aus Chrom. Da ist auch, glaube ich, eine neue AR. Da ist der Chromboy und der erschafft eine Spitzhacke auch aus seiner Hand heraus. Da sind die Luftballons, die ganz Kondo Canyon in die Luft gebracht haben. Das haben wir auch schon das Video dafür. Bei Cypher PK hat man ein bisschen was gesehen. Ne, da ist alles am Fliegen, wahrscheinlich als Rettung vor dem Chrom, weil der Boden sich wahrscheinlich mit Chrom überdecken wird. Und hier scheint es Portale zu geben. Chromportale, ne? Da. Zack, einfach hindurch. Und dann auch noch solche Chrombomben, die dann einfach komplett splashen und dann auch so einen Fleck hinterlassen und irgendeinen Effekt auf die Charaktere haben. Zack, das war jetzt auch nur die neue AR, glaube ich, ne, mit der Scope drauf. Ja, das ist die neue AR mit der Scope drauf, die man auch im Cypher PK Trailer gesehen hat. Das sieht auch cool aus. Und hier ist die Chromstadt, ne. Die Waffe sieht auch fancy aus, ne. Erstmal vollsprühen und dann wird einfach komplett zerstört. Könnte der Halloween-Boss werden. Wäre echt krass, wenn sie der Halloween-Boss ist, ne? Nice. Der Realitätenbaum scheint auch broken zu sein, außer nebenbei. Wenn wir das hier im Hintergrund angucken, da müsste der Nee, das ist... Da ist Lazy Lagoon. Das ist die Statue. Das ist die Statue. Gibt es hier irgendwo einen Winkel, wo man den Baum sehen könnte? Alright. Weil ich sehe hier gerade keine Stelle, wo man tatsächlich Sicht auf den Baum hätte. Aber ich glaube, der Baum ist dead. Wahrscheinlich ist das der Realitätenbaum sogar. Ja, logisch. Das ist der Realitätenbaum. Der ist broken. Sehr nice Trailer. Sieht mega nice aus. Coole Änderung. Battle Pass gefällt mir. Und natürlich hier nochmal alle Battle Pass Skins mit einem Battle Pass Screen. Wir gehen in die Leaks rein. Hier im 24-Stunden-Stream. Wir haben noch so einiges vor uns. Wir müssen noch alle neuen Sachen, Gameplay-Features anschauen. Natürlich dann auch noch die Season. Wenn ihr jetzt noch in den Stream reinkommen wollt, auf twitch.tv/heystan. Der Video-Link unten in der Videobeschreibung. Ansonsten Like-Button, Abo-Button und die Glocke, wenn ihr die gesamte Season mitnehmen wollt. Ihr wisst, wo ihr mich findet, Leute. Ich ziehe durch. Vor allen Dingen bis Anfang Dezember, wo das große Event ist. Und das wolltet ihr nicht verpassen. Bis dahin haben wir aber noch ein bisschen Zeit.